Hallo, guten Morgen. Good morning, good morning, Crew. Hallo, hallo, ein Lächeln. Ja, 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 ja. Good morning, ja, ja. Fiona hat gerade keine gute Laune. Nein. Schon wieder müde. Okay. Hallo. Kommst du mit runter denn? Yes, yes. Ja, wir müssen nämlich mal ein bisschen gucken wegen Fahrrad. Morgen wollen wir Fahrrad fahren. Hast du gesagt. Ja, nicht was. Ich lege Fiona nicht hin, also nicht klingeln, weil ich auch machen kann. Ich gehe nur aufs Klo, zieh mich nur mal schnell an, weil das meine alten Klamotten sind. Ich muss runter in den Laden, weil es ist schon kurz nach 9. Scheiße, die haben nochmal bei Chris. Mach mal Kinderhase, Alter. Das ist das widerlich? Ist das widerlich? Oh, ich könnte kotzen. Schön Pisse. Oh, das nervt mich immer so an den Partys. Hey. Pissen immer an die Tür ran. Dann ruft das immer hier runter. Ey. Oder hier haben sie ja reingepisst. Oh, ist ja nicht voll, ey. Da fällt die Gemeinschaftstoilette her. Ja gut, mit deinem Ärgernis fängt's an. Gestern Nacht war hier noch Party niemand. Aufmachen dauert. Papa, kann ich kurz den Schlüssel, um hochzugehen, um mein Hemd zu holen? Ja, danke. Danke. Soll ich drauf sitzen oder nicht drauf sitzen? Tada! Guck mal. Die Kühe machen. Guck mal, was du da hast. Guten Morgen. Na, wie geht's? Déjà-vu, Murmeltiertag. Nee, ich mache den Sack noch ein bisschen. Okay. Da oben. Na, erstmal schwingst du dich drüber und guckst mal. Du fährst jetzt eine Runde um den Block hier. Okay? Jetzt, was machen wir als nächstes? Ist auch noch Schluss. Den haben wir noch hier. Den müssen wir jetzt warten. Der steht in Warteschleife. Ich gehe jetzt hoch, erstmal auf Toilette. Dann mache ich hier Licht bei der Gazelle. Neu anschließen. Keine Ahnung, was der gestern passiert ist, oder was der links. Da war irgendein Kabel falsch eingeschlossen. Irgendwas ein Kontakt wahrscheinlich. Ich bin gleich wieder da.
Hi. Morning. Good morning. Maybe a bump or on the end. Ah, okay. Thank you. Du bist ja die Pylonenkönigin. Ja. Das dauert lang, oder? Das ist schwer. Lichtprobleme. Gestern wollte die Dame das abholen und das Licht funktionierte nicht. Problem war gewesen, dass einer dieser Kontakte, die hier unten drin sind, der war verbogen und der steckte dann daneben. Er war verbogen, weil vorher schon so oft rein, raus, ne? Da wurde ein bisschen dran rumgebogen an dem und jetzt funktioniert es wieder. Jetzt ist es gut. Also, jetzt bleibt es auch gut. Das war's. Das Ding kann abgeholt werden, es funktioniert. Schauen wir hier hinten nochmal. Wunderbar. Licht. Oh Gott, Licht. Das kann einen echt nerven. Du. So eine Kleinigkeit, da denkt man ja nicht dran. Du überprüfst alle Kontakte. Hey, was ist denn da los? Ja? Du hast es ja eigentlich ordentlich angeschlossen. Den Stecker ordentlich reingemacht. Funktioniert halt nicht.
I love you, Dad. Oh, Mann. Für dich. Thank you.
Morgen. Morgen. Pass auf, das fällt da runter. Das sieht so gut aus. Diese Idee gefreut und sie fand es immer wieder schön. Okay, warte mal, Alu, kommst du denn mit dem Rad klar? Mit welchem Rad? Achso, mit dem ich gerade gefahren bin. Ja, mit dem kann ich klar. Kannst du gut fahren? Ja. Kannst du die Pylonen noch reinbringen? Pylonen? Die Pylonen, die Hütchen. Okay. So, das ist ja keine Stummvorstellung hier, aber letztlich ist es ja ein Fahrradladen. Und manchmal muss der Tommy auch Wasserhähne bauen. Und die baut er dann eben gerne ein bisschen anders. Jetzt haben wir da einen Wasserhahn. Und jetzt geht es normal weiter. Licht aus. Den Wasserhahn hatten sie nämlich nicht mehr da. Den passenden dafür. Das ist ein Absperrhahn. Jetzt habe ich ihn selber gebaut. Habt ihr gesehen, aus einer Bremsankerschelle. Ein Ventil-Verschlussring sozusagen, wie heißt die? Ventil-Sicherungsmutter und ein Griff und ein Stück Holz.
und ein bisschen Arbeit. Funktioniert grandios, möchte ich sagen. Reserve. Wenn das Weichholz dann aufhebt. So, jetzt ich mal umgucken, was da los ist. Das Draht ist gemacht, die Gazelle. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich das noch machen soll. Also ganz ehrlich, hier, ich habe ja hier ein Schrottrad gehabt, wo ihr das sehen hier im Halbdunkel, wo die Kette, wo ich gesagt habe, na du, die Kette, die ist doch, die ist nicht mehr schön, nicht mehr so gut. Ist ihr egal, sie möchte nur vorne den Reifen, den Schlauch gewechselt haben, weil der ist platt. Jetzt habe ich vorne den platten Schlauch gewechselt und hier ist jetzt hier hinten der Reifen aufgerissen und kaputt gegangen. Also, naja, so richtig lohnt tut es sich ja nicht für das Draht, ne? Ich sage, aber tu mir einen Gefallen, dann hol es wenigstens ab. Hat sie nicht gemacht. Hab sie gewusst. Ich habe es gewusst. Natürlich holt sie es ab. Natürlich. Ja, steht wieder da. Jetzt habe ich Arbeit reingesteckt. Ich werde auch wieder rausholen, dann werde ich das Rad wegwerfen. Wenn nicht, jetzt am. Ja, jetzt muss ich eine Woche aufheben wenigstens und dann, wenn es dann nicht weg ist, dann kommt es weg. Also, das mache ich nicht. Hol ich den Schlauch wieder raus. Das ist total ärgerlich. Und dann kommt es Rad in die Ecke gestellt und das Wart. So. Rechnet sich nämlich nicht, eine Kette neu zu machen bei dem Rad. Denn den Antrieb wahrscheinlich ja auch. Also, oder nee, braucht die Kette wenigstens auf oder so. Beide Reifen eigentlich zu tauschen, beide Schläuche zu tauschen. Und sie hat das Rad für 25 Euro bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Nee, das rechnet sich eigentlich nicht bei dem Rad, weil da ist noch viel mehr zu tun. Das wäre nur so um, na, man kann so nennen, ein, zwei Wochen fahren und dann kommt die nächste Reparatur. Es gibt halt wirklich Räder, da ist es vorbei, da ist es zu Ende, das macht man nicht. Also, gut, bis gleich.